Das Berlin-Fernsehen ist heute in die tschechische Botschaft in Berlin eingeladen. Hier treffen sich die jungen Start-Upper aus Tschechien, um ihre Lösungen zu präsentieren. So, guten Nachmittag, good afternoon. Dear Christian Herzog, dear guests and partners, dear ladies and gentlemen, warm welcome at the Embassy of the Czech Republic in Berlin. It's a pleasure for us to open this project of economic diplomacy focused on young, high value added companies from the Czech Republic. Auf mittel- und osteuropäische IT-Spezialisten greift die deutsche Wirtschaft schon lange gern zurück. Die tschechische Start-up-Szene entwickelt sich gerade ebenfalls bemerkenswert. Nach einer kurzen Vorstellung des IT-Sektors der Tschechischen Republik durch den Veranstalter präsentierten sich die High-Potential-Start-ups in Kurzvorträgen. Ich spreche jetzt mit Herrn Tomáš Ehler. Was machen Sie in tschechischer Botschaft? Ich bin Leiter der Handels- und Wirtschaftsabteilung, verkürzt Handelsrat, nennt man. Und welche Erwartungen und Ziele Sie mit dieser Veranstaltung verfolgen? Also mit dieser Veranstaltung, die wir gemeinsam mit Berlin Partner GmbH und Czech IT Allianz, das ist ein ITC-Cluster, organisiert haben, unser Ziel war, für die deutsche und internationale Investoren in Berlin jetzt 14 tschechische Startups, das sind junge, innovative Unternehmen, nach Berlin zu bringen, vorstellen, für die Investitionen zu werben. Das war erstes Ziel. Zweites Ziel war natürlich auch insgesamt das tschechische ITC-Sektor, Dienstleistungen, Innovationen zu präsentieren. Ja. Danke. Wir haben schon 14 Präsentationen gesehen. Wie beurteilen Sie diese neuen Ideen, die hier in Berlin sind? Wirklich sehr interessant, also besonders, weil nicht der Fokus auf einen Schwerpunkt gelegt wurde, sondern man wirklich einen breiten Überblick über das Können der tschechischen IT-Industrie und den Startups gesehen hat. Also es gibt Entwicklungen im E-Mobility, es gibt Entwicklungen in Health IT, in normalen IT-Anwendungen für CRM-Systeme und so weiter. Das war wirklich sehr interessant, dass die Tschechische Republik da wirklich an mehreren Fronten sehr gut aufgestellt ist. Wir haben heute viele neue interessante Ideen gehört. Wir hoffen, dass sich nun nach diesem Treffen viele erfolgreiche Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Berliner Unternehmen ergeben.